müssen sie aber ausprobieren. Das wollt ihr bestimmt wissen, oder? Und wir haben gerade Hunger. Ich wusste, ich hab's euch gesagt. Pilze sind nicht gut. Vor allem nicht, wenn sie blau leuchten. Hallo und willkommen in der grünen Wüste von Star Sand. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir lassen heute die sandige Wüstendünen-Gegend hier hinter uns und brechen mal so ein bisschen Richtung Norden auf. Ihr kennt die Ecke vielleicht schon. Wir waren ja schon mal ein Weilchen unterwegs, haben hier bei diesem Ruinenspot, das ist dieser Turm da vorne, so ein bisschen die Gegend untersucht. Wir haben hier schon Metall gesammelt und, Carlos, was machst du denn da unten? Und so ein bisschen Schwefel, da gibt es nämlich ein Metall- und ein Schwefelvorkommen, ungefähr da, wo Carlos unterwegs ist, irgendwo hier unten. Keine Ahnung, der mochte wohl nicht auf dem Berg da rumlaufen und hat sich dann hier runter verdrückt. Oder runter teleportiert, wie auch immer man das sehen möchte. Und wir brechen jetzt mal ein bisschen weiter auf in Richtung Norden. Ich habe eigentlich nichts gemacht, nur die beiden Vorkommen abgebaut. Ansonsten sind wir den ganzen Weg gelaufen. Und das machen wir jetzt weiter, ne? Wir laufen ein Stück weiter. Gucken natürlich immer so ein bisschen, ob sich hier irgendwo noch Ressourcenvorkommen verstecken. Ich weiß, hier laufen einige Hyänen rum. Die haben wir das letzte Mal schon gesehen. Das da könnte ein Hyänennest sein, ne? Was ist das denn für ein Felsen? Sieht verdächtig aus. Da ist eine Hyäne? Wir gucken halt einfach mal, was es hier so gibt, ne? Wir haben ja auf der Map in der Ruine... Was ist das denn? Wasserloch oder ein Stein? Das ist ein Stein. Ah, ich kenne diese Steine mit dem Muster oben drauf. Ja, die kennen wir. Das ist nur ein Stein. Das ist eine Hyäne, die gerade den Frühsport macht. Die lassen wir mal machen, ne? Die wollen wir jetzt nicht unterbrechen. Ich habe keine Ahnung, was die da treibt. Ansonsten gibt es hier nur Kakteen weit und breit. Jede Menge davon. Okay. Dann laufen wir mal ein Stück weiter, ne? Was ist das da unten für ein Felsen? Das ist auch einfach nur ein Felsen. Wir könnten da mal runterschauen, der sieht so komisch aus, ne? Oh, ich glaube, die Karte... Die Karte war echt. Die Karte in der Ruine war echt. Da ist irgendeine Stadt oder sowas. Oh, das wird jetzt richtig spannend. Ich kann es kaum erwarten, aber momentan interessiert mich dieser Felsen auch noch. Das heißt, wir rennen da mal fix rüber und gucken, was das für ein Felsen ist. Ob der irgendwas Besonderes kann. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts. Hier ist alles tot. Das ist einfach nur ein Felsen. Hier gibt es keine Ressourcenvorkommen. Hier gibt es wirklich nur Hyänen und Kakteen. Ich hatte gehofft, dass es noch so ein paar Schwefelvorkommen gibt. Aber ich glaube nicht. Das ist auch kein Schwefel. Das könnte Schwefel sein. Moment. Die sind nicht so einfach zu spotten, die Sachen. Das ist, glaube ich, Stein, oder? Ja. Lehm ist das, okay. Das ist doch ganz cool. Dann haben wir so ein bisschen Lehm gefunden. Der wird natürlich eingesackt. Ton. Okay, Tonerz aus dem Lehmvorkommen. Und daraus machen wir dann Lehmziegel, ne? Also diese Steine, die Felsen, die sind nicht so groß. Die sind nicht so einfach zu sehen. Wir gucken noch mal so ein bisschen, ob es da noch mehr gibt. Deswegen sind wir eigentlich unterwegs, ne? Coole Sachen finden, die man einsacken kann. Eine Stadt ist auch cool, ne? Aber die kann man nicht mitnehmen. Das ist nichts für uns hier. Und das ist dann, glaube ich, schon der Nordrand der Karte quasi. Wir sind ganz im Norden unterwegs. Das ist nur so ein Kaktus. Noch mehr Kakteen. Oh, es wird halt schon wieder dunkel, ne? Also wenn hier eine Stadt ist, dann muss es doch auch Wasser geben, oder? Vielleicht ist die Stadt auch ausgestorben, weil es kein Wasser gibt. Nicht mehr. Das werden wir wohl rausfinden. Früher oder später. Wir haben Kokosnüsse dabei. Und wir haben auch noch so eine... Trinkflasche, ne? Okay. Yeah. Okay, das ist keine Stadt. Das sind irgendwie so in den Felsen gehauene und gebaute Ruinen. Das war mal eine Kleinstadt vielleicht, ne? Wenn es hochkommt. Wir gucken jetzt erstmal da unten. Wir arbeiten uns so langsam vor zu der gefährlichsten, der spannendsten Region. Ich hoffe mal, dass sie nicht gefährlich ist. Was
haben wir denn hier? Carlos, was ist das hier? Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Holz. Das ist gut. Das würde ich mir schon gern näher anschauen. Das da unten ist Schwefel. Da bin ich mir... Oh ja, hier gibt es Vorkommen. Ich glaube, das ist alles Schwefel. Dann ist das so die Schwefelregion der Map. Kann das sein? Das ist gut. Wir wollen ja noch Sprengstoff herstellen, ne? So ein paar Sachen in die Luft jagen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, das ist Gold oder was? Nee, das ist Schwefel. Passt schon. Leuchtet so ein bisschen gelb irgendwie. Passt. Genau das, was wir suchen. Ja, damit. Und hier vorne war noch eins, ne? Das nehmen wir auch mit. Okay. Mal gucken, ob wir hier neue Baupläne finden. Das ist Schwefel, das ist nichts. Okay. Also hier gibt es nur ein bisschen Schwefel. Aber das ist schon mal ganz gut, zwei Vorkommen. Jetzt haben wir schon mal drei Schwefelvorkommen dann eingesackt. Das reicht zwar noch nicht für so ein Fass voller Sprengstoff, aber vielleicht für so eine kleine Testgranate, ne? Skorpione. Wo ist denn unser Carlos Santana hin? Seht ihr ihn? Carlos, du spielst mir heute Streiche. Komm mal mit jetzt. Da sind nochmal so ein paar Felsen. Okay, also hier gibt es jetzt richtig viel zu untersuchen. Das ist so eine ehemalige kleine Stadt. Da müssen wir jetzt ganz genau gucken, was sich hier alles versteckt. Vielleicht irgendwelche Inschriften. Oder irgendwelche Kisten mit coolem Zeug. Oder Schriftrollen. Carlos, bist du in Ordnung? Hast du Hunger oder so? Zeig mal, ob du Hunger hast. Alles gut. Carlos hält durch. Der hält länger durch als ich. Wir trinken mal fix was. So. Und gucken dann noch so ein bisschen. Das ist alles nichts hier. So. Jetzt untersuchen wir mal diese kleinen Häuschen, bevor es komplett dunkel wird. Okay. Uralte Struktur. Neu erlernte Anleitung im Baumenü. Okay. Können wir nicht mal gucken, was wir jetzt gelernt haben, ne? Tuch. Nehmen wir mal mit. Also wir haben neue Bauteile gelernt. Ich weiß nicht genau welche, aber das könnten dann die quadratischen sein, ne? Also die eckigen. Wir haben ja die runden Bauteile schon gekannt. Die haben wir bei dem Wachturm gelernt. Und das Ding hier ist eckig. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich die eckigen gelernt. Tonscherben. Dann können wir auch so ein eckiges Haus bauen und müssen nicht mehr rund bauen. Uralte Schriftrolle. Bäm. Metallspeer. Das brauchen wir. Oh, voll gut. Oh je. Ich glaube, die Axt lassen wir echt mal liegen, weil davon habe ich jetzt inzwischen genug. Von den Äxten. Wir springen hier mal runter. Funktioniert. Und gucken so ein Stück weiter. Carlos ist irgendwo da oben. Den werden wir schon wieder finden, oder? Da ist wieder ein Skorpion. Die leuchten zum Glück so ein bisschen nachts. Die sind alle so leicht radioaktiv hier, die Skorpione. Weiß auch nicht woher. Oh, das wird... Das ist so unübersichtlich hier. Das wird schwierig, alles uns zu untersuchen. Und nicht irgendwas zu vergessen. Aber wir müssen alles mitnehmen. Nicht, dass wir irgendwie einen Bauplan übersehen oder so. Ein paar Seile. Wir finden schon wieder ganz schön viel Zeug. Ich nehme mal die Fackel raus, oder? Dass wir so ein bisschen was sehen. Was meint ihr? Das hier war mal der Eingang, glaube ich. Lehmziegel. Nehmen wir mit. Da wollte gerade jemand sein Haus reparieren. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Wir machen jetzt mal so die... Oh, was ist das? Das ist Stein, oder? Das ist gar nichts. Okay. Wir machen mal so die äußerste Reihe an Häusern und versuchen uns dann irgendwie zurechtzufinden. Das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn ich Sachen erzähle, dann weiß ich danach immer nicht mehr, wo ich langgelaufen bin. Oh, Holzbretter. Nehmen wir mit. Das ist ein Felsen hier. Okay. Da sind noch mehr Häuser. Da sind wir hergekommen. Okay. Und
Hier ist noch ein kleines Häuschen. Was ist das? Das ist so eine Essschale und ein Hocker oder sowas, ne? Großer Tonkrug. Wieso können wir keine Tonkrüge herstellen? Das wäre ziemlich cool. Damit können wir uns heilen im Notfall. Das ist auch gut. Das hier. Ein riesiger Felsen. Okay. Dann machen wir jetzt die zweite Reihe an Häusern oder so. Mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Das hier ist wieder ein Haus mit Metallbarren. Oh, hier gibt es echt gute Sachen. Ich glaube, das waren die ersten Metallbarren, oder? Irgendwo haben wir schon mal welche gefunden, glaube ich. War das eine Pyramide? Aber sowas ist schon selten. Es ist dunkel. Wie soll ich mich denn jetzt im Dunkeln auch noch hier zurechtfinden? Aber es wird noch nicht richtig kalt. Das ist scheinbar eine relativ warme Ecke der Map. So, dann haben wir noch dieses Haus. Carlos? Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Carlos, ob der so lange alleine aushält. Lehmtopf. Die sind gut. Aber wir haben keine Mangos und Bananen dabei. Wir können keinen Fruchtsalat machen. Das ist schade. Hier war mal die zentrale Straße, ne? Hier ist auch irgendwie so Stein oder irgendwie plattgestampfter Boden, ne? Da ist ein Skorpion. Vorsicht. Nicht drauftreten. Stühle. Ich will so ein Ding hier, so eine Feuerschale. Aber die können wir nicht lernen. Zumindest nicht aus den existierenden Schalen. Vielleicht finden wir irgendwo mal einen Blueprint dafür. Hoffentlich. Zwei Slots haben wir noch. Können wir noch irgendwas Cooles finden. Mal schauen. Ob sich da irgendwas anbietet. Und dann müssen wir mal die Nacht abwarten, weil ich sehe ja gar nichts mehr. Da werden wir irgendwas Cooles übersehen, wenn wir hier nachts rumlaufen. Carlos? Da hinten ist Carlos, okay. Den sieht man ganz gut mit seinem Sonnensegel. Wieder hoch. Ja. Gibt aber nichts. Ja, Moment, hier liegen Holzbretter, die habe ich übersehen. Das meine ich mit übersehen. Ist ein bisschen schwierig, wenn man hier mit der Fackel rumläuft, sieht man irgendwie so wenig. Oh Leute, es ist ziemlich kalt. Es hat nur noch 2 Grad und es wird immer kälter. Das ist nicht gut. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Wir müssen uns echt dran halten. Ich habe nicht mehr viele Hitpoints. Ich dachte, wir können die Nacht durchmachen, aber es wird immer kälter. Also hier oben im Norden scheint es ein bisschen kühler zu sein. Scheinbar. So, wir packen da mal Holz rein. So. Dann soll es jetzt besser werden, hoffentlich. Wir haben noch Verbände. Die können wir dann sonst nutzen. Und essen muss ich ja auch wieder was, ne? Carlos. Ist immer noch kalt. Gib mal so ein paar Kokosnüsse her. Ja, gib einfach alle her. Du gehst eh wieder spazieren. Ich kenn dich ja. So. Dann trinken wir mal eine oder zwei. Und schmeißen die dann gleich wieder raus. Dann können wir die nämlich essen. Ich habe kein Fleisch mitgenommen diesmal. Und Fleisch. Lecker. Das können wir dann aufessen. Lecker Kokosnuss. Jetzt haben wir so einen Samen bekommen. Wir haben halt schon wieder keine Slots mehr für nichts. Sollen wir eine Kiste mit hier dazu stellen? Vielleicht, ne? Also wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal Pause hier, bis die Sonne wieder aufgeht, weil es ist einfach zu kalt. Aber jetzt hat es dann, ich glaube, es wird wieder wärmer gefühlt. Sollen wir mal schauen. Wir stellen auch wieder so ein paar von den Markern her. Da fehlen dann Stöcke. Da schmeißen wir nochmal einen raus. Ach so, die sind alle hier drin, ne? Halt das mal. So. Und wirf einen davon raus. Der wird klein gemacht und dann machen wir noch so vielleicht. Oh, ist schon ausgebrannt, oder wie? Das ging jetzt aber schnell. Holz. So. Dann stellen wir uns einen Marker noch her und den können wir direkt mal aufstellen. Und vielleicht so eine Kiste. Kiste kostet Stiele. Die können wir uns hier organisieren. Und dann könnten wir uns theoretisch auch mal so einen Speer herstellen, ne? Waffen? Metallspeer. Oh, der kostet Leder. Leder habe ich nicht dabei.
Metallbarren haben wir genug. Wenn uns mal ein Tier über den Weg läuft, dann könnten wir das machen. Kokosgranate. Oh, da gibt's noch ziemlich viel spannendes Zeug. Aber cool, dass man sich Metallspeere herstellen kann. Da bin ich gespannt, wie viel Schaden die machen. Vielleicht können wir damit so einen Wurm so ein bisschen schneller zerlegen. Das wäre ganz cool. So. Wir stellen hier mal so einen Marker hin. Und dann kriegt das Ding hier so einen Ruinenmarker, oder? Ich denke, das sind ja Ruinen hier. Die sind genau in einer Linie, die drei. Okay. Also wir sind jetzt am oberen Rand der Map. Hier oben ist dann schon die Kartengrenze. So. Also die Karte ist gar nicht ganz so groß. Die füllt den Rahmen nicht komplett aus. Jetzt verheizt sich natürlich unser ganzes Holz. Na gut, Hauptsache wir überleben, das ist das Wichtigste. Oh, Carlos ist hungrig. Carlos, du kriegst natürlich auch was zu essen. Gib mal... Moment. Ich muss erst die Datteln finden. So. Carlos, ich will dir was zu essen geben. Bleib mal hier. Gut, Carlos hat wieder gegessen. Kokosnüsse aufräumen. Ich muss ja gleich auch nochmal essen. Pause machen kostet viel Nahrung. Ein neuer Tag bricht an. Wunderschönes Morgenrot. Das heißt, wir können jetzt... Genau, Carlos, steh mal wieder auf. Genug geschlafen. Wir können jetzt so ein bisschen weiter untersuchen hier. Wir schauen jetzt mal in diese Ruinen am Felsen rein. Ich habe die Häuser alle durch. Also da gab es wirklich viele spannende Ressourcen. Hat sich gelohnt. Ziemlich viel Metallbarren vor allem. Und so ein paar Rezepte, die wir noch nicht zuordnen können. Da müssen wir dann zu Hause gucken, aber das werden diese Lehmbauteile sein. Das ist auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr, ne? Schade. So Schwefel oder so haben wir auch nichts mehr. Die Kakteen kann man auch nicht irgendwie auseinandernehmen. Ich hatte gehofft, dass man die großen Kakteen abhacken und leersaugen kann oder so. Vielleicht ist da Wasser drin. Keine Ahnung. Kann man nichts mit anfangen, kann man auch nicht verheizen. Das heißt, das Einzige, was uns hier weiterhilft, sind so tote Bäume. Wir sind hier schon ziemlich verloren, ehrlich gesagt. Es gibt hier echt wenig in der Gegend. Es gibt hier halt keine Oasen und ohne Oase überleben wir nicht lange. Ich futter die ganze Zeit Kokosnüsse. Ohne unsere Kokosnüsse wären wir hier echt aufgeschmissen. So, was haben wir denn da unten? Da ist wieder so ein Felsen. Da vorne ist ein Schwefelvorkommen. Sie sieht man ganz gut, die leuchten ja ordentlich. Die können sich nicht so gut verstecken. Das sind alles Kakteen, da ist das Schwefelvorkommen. Okay, das holen wir uns dann, oder? Da geht es halt zwischen den Bergen durch, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Vielleicht gehen wir da einfach zurück. Erstmal zurück Richtung Süden. Ich frage mich auch, ob da oben in den Bergen irgendwas Spannendes ist. Carlos kann halt nicht so gut klettern, ne? Hier ist nichts. Dann gucken wir nochmal hier runter. Aber hier sieht es auch nicht so spannend aus. Ist eine ziemlich tote Ecke der Map, ehrlich gesagt. Irgendwo sollte doch hier diese große Stadt sein. Oder war die weiter zentral? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ist schon wieder ein bisschen her, dass wir uns diese Map angeguckt haben. In der Ruine. Hier gibt es ja wirklich gar nichts. Wir gucken jetzt mal so ein Stück in diese Richtung. Vielleicht holen wir das Schwefelvorkommen auch später. Da müssen wir auch noch durchgucken. Da ist so ein Durchgang zwischen diesen Bergen. Super spannend. Yeah, das sieht so ein bisschen aus wie ein ausgetrocknetes Flussbett, ne? Und das da vorne sieht schon wieder aus wie eine große Stadt. Wir müssen hier rechts nochmal hochgucken, dass wir was sehen. Da unten ist in der Schlucht, das ist zwar schön, aber da sieht man halt nichts. Das sind alles Kakteen. Ziemlich dicht. Oh. Ist das die vergessene Stadt? Sieht ein bisschen so aus, ne? Habt ihr gerade die Hyäne gehört? War das eine Hyäne? Irgendwas habe ich gehört. Ich habe noch ein bisschen Metall gefunden. Da unten ist, glaube ich, noch mehr. Ja, das sieht aus wie Metall.
Also es gibt immer mal wieder so einzelne Vorkommen hier. Das ist ganz schön. Aber ansonsten echt tot. Nichts zu trinken, kein Wasser. Nichts zu essen. Nicht mal eine Hyäne oder sowas. Die sind halt auch eher an den Wasserlöchern, ne? Dann gucken wir jetzt mal hier hoch an das Ende dieses Flussbetts. Vielleicht regnet es ja irgendwann mal und dann fließt hier Wasser? Wer weiß? Das wäre mal ziemlich cool. Das sieht halt eigentlich eher natürlich aus, oder? Das ist keine Stadt. Also ich weiß nicht, diese alte Map, die war offensichtlich schon sehr alt. Vielleicht müssen wir graben, wenn wir die Städte finden wollen, die da eingezeichnet waren. Ist das ein Durchgang da vorne? Sieht ein bisschen so aus. Was haben wir denn hier? Oh je. Jetzt würde ich wieder am liebsten absteigen und alles untersuchen. Hier gibt es Steine, einzelne Steine. Das sind alles keine Vorkommen. Ich kann die jetzt eigentlich schon ganz gut erkennen, die Vorkommen. Die sind immer sehr rund. Im Vergleich zu den anderen Steinen. Hier gibt's... Oh, da sind Geier. Hier gibt's auf jeden Fall Holz. Das ist schon mal gut. Steine habe ich auch schon einzelne gesehen. Das heißt, das ist schon irgendwie so ein Point of Interest hier, ne? Wenn es hier Ressourcen gibt. Ich weiß es nicht, ob hier mal jemand gewohnt hat. Es sieht halt schon so ein bisschen aus, als hätte hier jemand was gebaut. Also, diese Säulen... Das muss schon irgendwie so eine Art Felsenstadt gewesen sein, ne? Aber es ist halt schon so verfallen, dass man gar nicht mehr weiß, ob das von Menschen gemacht ist oder nicht. Crazy. Okay, also hier kreisen die Geier. Das heißt, irgendwas muss da ja dann liegen, oder? Wir schauen mal. Ich habe nichts Spannendes gesehen, außer ein bisschen Holz und Stein. Bisher. Oh, eine Oase. Holz. Und Stein. Einzelne Steine. Noch mehr Holz. Mhm. Und hier ist... Hier gibt es zumindest Palmen. Okay, da gibt es auch Wasser. Das ist gut. Da wächst, glaube ich, auch eine Ananas. Ist das hier alles? Nichts Spannendes. Das heißt, auch oben im Norden gibt es Oasen, aber die sind ziemlich selten. Das ist die einzige bisher. Die einzige uns bekannte. Das hier ist eine Ananas. Die können wir mal direkt essen. Die gibt, glaube ich, beides, ne? Food und Wasser. Und das hier ist... Das spiegelt sich ja mega cool. Kann man da durch... Da kann man durchschwimmen. Ist hier so eine... Oh, da ist ein Felsenwasser-Dingsgang. Okay. Da müssen wir gleich mal gucken. Sollen wir Carlos stehen lassen? Ja, wir lassen Carlos einfach hier stehen, ne? Müssen mal kurz gucken, dass der genug zu essen hat. Nicht, dass er abhaut. Der ist da ziemlich... Der mag das nicht, so, wenn man ihm nichts zu essen gibt. Das gibt schnell Ärger dann. So, tun wir das Metall mal weg. Also wir haben ziemlich viel gutes Zeug gefunden. Wir haben jetzt 15 Metall. Wir haben so Tonerz, so Schwefel. Auch 15 Stück. Ananassamen haben wir bekommen. Sehr cool, die hatten wir auch noch nicht. Jetzt können wir Ananas anpflanzen. Und viel Platz haben wir auch nicht mehr. Aber wir können ja mal so einen Marker setzen. Dann haben wir wieder mehr Platz. Und hier gibt es halt Geier. Sehr witzig. So, das hier ist eine Oase. Bam. Also wenn man sich das auf der Map anschaut, ist ja eigentlich schon relativ viel los im Norden, hä? Die Ruine ist gar nicht so weit weg, die ist auf der anderen Seite dieser Felsen. Vielleicht kommen wir ja da irgendwie durch und drüben wieder raus. Das schauen wir jetzt mal. Wir springen da jetzt einfach mal rein und tauchen darüber. Mega cool. Wahrscheinlich ist es einfach nur so eine Höhle, oder? Was meint ihr? Noch könnt ihr mitraten. Da geht es auch irgendwie weiter. Wir gucken jetzt erstmal an Land. Was ist denn hier los?
Leuchtende Pilze, die sollte man wahrscheinlich besser nicht essen, ne? Grüner Pilz. Okay, Pilzmischung. Wir haben ein neues Rezept gelernt. Ich glaube, man soll die doch essen. Da gibt's Metall, da gibt's Schwefel. Oh, das ist eine gute Höhle. Eine richtig gute Höhle. Das mit den Pilzen muss ich mir noch überlegen. Aber da steht, die sind essbar, ne? Sollen wir dem Glauben schenken? Ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt Schwefel oder Metall mitnehmen? Wir müssen uns entscheiden. Ich muss draußen wieder eine Kiste hinstellen. Ich glaube, wir gehen fast nochmal raus und bauen erstmal wieder eine Kiste auf. Wir haben schon wieder zu viel Zeug gefunden. Das ist echt ein bisschen anstrengend mit den wenigen Slots, ne? Tonerz liegt hier rum. Wieso? Jetzt haben wir wieder alles voll. Okay. Wir hätten noch Schwefel mitnehmen können, wenn ich das Tonerz nicht aufgesammelt hätte. Das sind keine Steine, die hier rumliegen, sondern das ist Tonerz. Das ist ja cool. Okay, das nehmen wir noch mit. Noch ein Metallvorkommen. Mega gute Ressourcenhöhle. Die kann man sich mal merken. Da kommen wir auf jeden Fall wieder her. So, dann schauen wir hier mal weiter. Was ist das hier? Nix. Ob es wohl auch unter Wasser irgendwie Vorkommen gibt? Die können wir dann aber nicht abbauen, ne? Oh, wie weit geht denn das hier? Okay. Da gibt's so Pilze. Also wir haben dann ziemlich viele von diesen Pilzen. Ich denke, daraus können wir uns dann so ein Pilzragout herstellen oder so, ne? Müssen wir mal gucken. Wir haben ja auch so eine Schale gefunden. Da gibt's Schwefel. Was ist das denn? Ich glaube, wir haben irgend so ein Gimmick gefunden. Easter Egg. Wir gucken mal kurz nach Essen. Ich lasse mich immer ablenken. Basis für einen Topf? Pilzmischung. Brauchen wir Kokoswasser, grüner Pilz und Lehmtopf. Das können wir machen, ne? Wir haben alles davon. Der Lehmtopf ist auch hier. Okay, können wir direkt mal starten. Jetzt gucken wir erstmal dieses Easter Egg an. Das ist das Spannendste. Was, 21? Erstes Credo. Vision? Ich kann das irgendwie nicht lesen. Tunnel Vision. 2021. Okay. Ja, das Team war wohl ziemlich fokussiert, das hier fertig zu kriegen. Tonerz, Stein. Die haben uns sogar ein paar Ressourcen dagelassen. Das ist ja cool. Nice. Okay. Heißt das, dass wir jetzt schon hier im Endgame quasi sind? Oder war das nur so ein kleines Gimmick nebenbei? Wir werden sehen. Hier gibt es auf jeden Fall überall diese blauen Pilze. Die müssen wir unbedingt mal essen. Die sehen ja so aus, als sollte man die essen. Nicht. Keine Magic Mushrooms, Kinder. Die sind nicht gut. Da unten sind noch welche. Und richtig viel Schwefel. Das ist bis jetzt eigentlich fast... Ja, das ist die beste Ressourcen-Location, oder? Wir wissen halt noch nicht, wie gut Magic Mushrooms sind. Das finden wir jetzt gleich raus, wenn wir die Lehmablagerung abgebaut haben. Und den Ton eingesackt. Draußen steht jetzt wieder eine Kiste an der Oase, dass wir hier alles einsacken können. Okay, wir haben wieder Platz. Moment, es gibt ja unterschiedliche, ne? Die sind ja grün, die sind blau. Ich habe schon wieder die Farben vergessen. Also es gibt zwei unterschiedliche Sorten. Die blauen sind die, die mir mehr Sorgen bereiten. Wie seht ihr das? Wir schauen jetzt mal nach Pilzmischung. Dafür brauchen wir die grünen Pilze. Die haben wir ja auch. Was machen wir mit den blauen? Die sind vielleicht dann nicht essbar, ne? Steht da was dabei? Er leuchtet blau. Da steht nicht dabei, dass die essbar sind. Aber es stellt Hunger wieder her. Nee, Mann, das riskieren wir nicht. Die Wüstenfrucht ist auch essbar, ne? Und trotzdem war die giftig. Muss ja nicht sein. Na, wir müssen es aber ausprobieren. Das wollt ihr bestimmt wissen, oder? Und wir haben gerade Hunger. Ich wusste, ich hab's euch gesagt. Pilze sind nicht gut. Vor allem nicht, wenn sie blau leuchten. Okay. Ist aber nur ein kurzer Effekt, alles klar. Aber wenn ich den ganzen Stack esse, dann wird es schon ziemlich bunt, glaube ich. Muss nicht sein. Wir stellen jetzt mal so einen Pilz, so eine Pilzmischung her. So einen leckeren Pilztopf. Und den essen wir dann direkt mal. Mal gucken, was der kann. Pilzmischung. Oh nee, wir müssen die kochen. Ich habe kein Feuer, wir müssen draußen Feuer machen. Okay, wir sacken den Schwefel ein und dann geht's raus zum Feuer machen, oder? Dann ziehen wir uns so eine leckere Pilzmischung rein. Freue mich schon drauf.
So, die Pilzmischung köchelt. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich spät am Abend unterwegs. Wir könnten gleich mal Carlos holen, dass der hier bei uns steht. Ich freue mich so auf die Pilze. Und dann haben wir hier wieder ein richtig schönes Camp gefunden mit der besten Ressourcenhöhle überhaupt. Mega cool. Super Fund. Okay, ich habe so ein bisschen Hunger. Gekochtes Essen. Gib das mal wieder her. Und stellt Gesundheit wieder her, stellt Hunger wieder her und Durst. Wow. Allround gutes Essen. Bam. Da können wir uns direkt noch eins herstellen. Jetzt stellen wir erstmal dieses Bett hier noch mit auf. So. Super gemütlich sieht es hier schon aus, oder? Und ja, dann stellen wir uns direkt noch so eine Pilzmischung. Müssen wir erst zu Carlos und Pilze holen, hä? Ich weiß nicht, sollen wir die blauen dann mitnehmen? Sollen wir die erstmal hier lassen? Die Kiste ist auch schon wieder voll. Hier sind noch, die sind gar nicht bei Carlos, die sind bei mir, die Pilze. Dann stellen wir uns noch so einen leckeren Pilzeintopf her. Dann haben wir noch was Schönes zu essen. Und dann, glaube ich, schlafen wir erstmal eine Runde. Das war ja ein ziemlich ereignisreicher Tag. Super spannend das Ganze. Hier kommen wir auf jeden Fall öfter wieder her. Ist halt echt weit zu laufen von unserer Basis aus. Wir müssen halt von hier unten bis hier rauf. Aber da gibt es vielleicht auch einen kürzeren Weg hier durch die Berge, ne? Da gab es ja noch... Oder außenrum um die Berge. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns noch so ein bisschen zurechtfinden. Wir kennen die Ecke noch wenig. Wir müssen auf jeden Fall weiter erforschen und erkunden. Und diese Stadt finden. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo. Wer weiß. Ich werde es nicht aufgeben, bis wir alles erkundet haben. Und diesen großen See mit dem Flüsschen... Oder war das hier? Nee, der Fluss war ja im Westen der Map, ne? Weil hier war ja dieses Flussbett. Das war, glaube ich, nicht eingezeichnet. Wir müssen nochmal in die Ruine zurück und die Karte angucken. Naja, war auf jeden Fall mega spannend. Ich freue mich schon drauf, hier weiter zu erkunden. Und vielleicht noch so ein bisschen rauszufinden, was das hier war. Ob das wirklich irgendwas Stadtartiges war. Aber hier haben eigentlich ziemlich offensichtlich Leute in den Felsen gewohnt. Vor sehr langer Zeit. Das ist alles komplett verfallen. Und die Geier, weiß ich nicht, was die hier machen. Hier ist eigentlich nichts, was die essen könnten, außer uns, ne? Aber die Geier waren schon vorher hier. Bisschen beunruhigend. Vielleicht haben die auf uns gewartet. Wer weiß. Für heute müssen wir es leider wieder gut sein lassen. Die Sonne geht langsam unter. Ich werde mich in mein schönes Stockbett hier packen. Stockbett im wahrsten Sinne des Wortes. Und mal eine Runde schlafen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge morgen früh wieder. Morgen früh Ingame-Zeit, versteht sich. Carlos hat Hunger. Okay, du kriegst sofort was zu essen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.